Baba. Im Oktober durften Rieke, Hüsnü und ich als Junior-Reporter für Musical & Co. einen Blick hinter die Kulissen von König der Löwen in Hamburg werfen. Unsere erste Station war die Puppet-Abteilung. Hier werden die aufwendigen Puppen für die Show gebaut und repariert. Von Löwen über Vögel zu Antilopen findet sich hier alles. Jeder Tänzer oder jede Tänzerin hat so ein eigenes Kopfding. Es hat hier hinten so einen Schraubverschluss, wie bei so einem Turnschuh. Das kann man hier so zuschrauben und dann kann man das ganz fest um den Kopf schnallen. Jetzt ist es leider ein bisschen hoch. So. Und wie sieht man da noch was? Das sitzt hier auf der Stirn, dann haben die hier noch so einen Gurt für den Hals, also weil es schon sehr wackelig ist. Das ist halt dann hier nochmal mit so einem Halsgurt gesichert. Und dann haben die noch jeweils in jeder Hand so ein Ding. Das kannst du mal in die Hand, oder willst du es mal in die Hand nehmen? Kannst du mir in die Hand nehmen? Ganz schön leicht. Genau, an dem schwarzen Zini, das sieht dann halt vorher aus wie Wimpern. Dann ziehen die das so raus und dann kommt halt das ganze Band raus und dann ist es wirklich ganz schön aus wie so eine Träne. Guck mal hier, kannst du mal anfassen. Das ist ganz weich, das ist Schaumstoff. Aber die und hier sind gelb. Ja. Hat da wohl nicht richtig Zähne geputzt. Und das sind echte Federn. Und dies hier auch. Der Sasu ist sehr aufwendig. Der hat hier diesen Griff für die linke Hand. Und den Griff für die rechte Hand. Das heißt, er hat hier den Augenzug, den Daumen. Und kann dann mit der anderen Hand die Flügel öffnen und bewegen. Das ist alles mit Fäden. Aber auf dem Band zuerst genäht und das dann rumgewickelt? Oder nee, oh. Das ist wirklich jede einzelne Feder ist hier versetzt. Wie Pailletten. Aufgeklebt. Oh. Als nächstes ging es in die Kostümabteilung. Die Mitarbeiter hier kümmern sich darum, dass alle Kostüme dem Hautton angepasst und gewaschen sind und für die Show bereitstehen. Für jeden Darsteller wird extra der passende Hautton ermittelt, um dann das Kostüm anfertigen zu können. Guck mal, du bist ein bisschen dunkler. Das käme dann vielleicht schon eher sowas in der Richtung, ne? Wir bekommen sogar Einblick in die Kostümregeln, die als Inspiration für die Kostüme dienen. Das ist zum Beispiel ein Originalkorsett. Das ist halt auch ganz schön. Das sind immer die Inspirationsquellen, sind auch. Hier ist eine Kinderkorsage für den kleinen Simba. Das sind alles Holzperlen und Glasperlen. Ist etwas kaputt, wird es sofort markiert und repariert. Schließlich durften wir die Kinderdarsteller der kleinen Nala und des kleinen Simba treffen und ihnen beim Proben für die Show zusehen. Jetzt sprechen wir schnell und besoffen. Das ist ein Platz, den deine Mutter nie gehen würde. So, das ist ein Platz, den du so einen Namen gehabt hast. Bestimmt, der Platz ist echt cool. Ich habe euch so gut verstanden, wie doch. Sehr gut. Nerv bloß nicht mit so einem lahmen Gelb-Platz. Bestimmt nicht. Der Platz echt cool. Eure Vorstellung von adlig, wenn ich mir nochmal überlegen. War sehr lustig. Ja. Bist du, sag mal. Super stark. Richtig, war schon besser. Super, aber ich höre immer super stark. Bist ein Superstar. So wie Deutschland so den Superstar oder was? Oder bist du stark? Stark. Hä? Stark. Star oder stark? Stark. Stark. Ich höre immer nur stark. 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 So ist es, das brauchen wir. Ruh! Aber du bist stark, oder nicht? Ja. Du musst stark sagen. Genau. Und deshalb musst du machen, was ich dir befehle. Das ist super. Das hast du auf der Bühne so nicht gemacht und vorher auch nicht. Aber jetzt machen wir es so. Jetzt nochmal von vorne. König wäre ich super stark, wenn du dich hier. Monatskönig wäre
nach, weil die Haare fehlen dir. Die lange Mähne ist ein Wunsch, den ich mir noch erfüll. Bis dann trag ich die Nase hoch und übe mein Gebrüll. Zum Imponieren bist du viel zu klein. Oh, ich will jetzt gleich König sein. Nie und nimmer tu dies. Als ich das sagte, ich nie und nimmer tu was das. Was ich meinte war, nie und nimmer hör du scheinst auf dich zu begreifen, dass nie und nimmer hör mal. Na, hör auf. Immer frei und voller Fall. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Frei und nur auf meine Art. Dann hieß es für alle, ab in die Maske und Vorhang auf.